wieder haben wir uns auf einen Wanderspaziergang begeben und das in unmittelbarer Nähe zur holländischen Grenze. Das Ziel diesmal ist ein exotisches Flamingos. Und da wird sich manch einer fragen, Flamingos in Nordrhein-Westfalen, wie kann sowas sein? Bevor wir auf unserer Wanderung zu den Vögeln gelangen, die man sonst nur aus südlichen Gefilden kennt, passieren wir die Hochlandrinder, die, wie so oft, auch in diesem Naturschutzgebiet zur Landschaftspflege eingesetzt werden. Ich muss einfach gestehen, ich kann nicht anders, ich mag Kühe und immer wenn sich die Gelegenheit ergibt, wird mindestens ein Foto gemacht oder eine kleine Videosequenz gedreht. Die Nähe des Wanderweges zum Zwillbrocker Fenn, einem riesigen Feuchtgebiet, bringt einen großen Nachteil mit sich. Hier ist es absolut voller Mücken, schnell ist man komplett zerstochen. Da bleibt nur die Hoffnung, dass die hier zahlreich vorkommenden großen Kreuzspinnen wenigstens einen kleinen Teil der Mücken wegfangen. Leider verfangen sich die filigranen Mücken nur selten in den Netzen der großen Achtbeiner, vielmehr sind es Bienen, Fliegen, Heuschrecken und kleine Schmetterlinge. Viele Menschen mögen Spinnen nicht besonders, haben gar panische Angst vor ihnen. Aber über eines muss man sich klar sein, gäbe es die Spinnen nicht, dann würden wir im Heer der Insekten ersticken. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass eine Kreuzspinne im Laufe ihres kurzen Lebens tausende von, teilweise auch lästigen Insekten in ihrem Netz wegfängt. Diese Spinnenart ist im Übrigen auch für den Menschen völlig ungefährlich und harmlos. Wir dürfen gespannt sein, ob wir auch ihre etwas größere Verwandte, die Wespenspinne, hier im Zwillbocker Fenn vor die Linsen der Kameras kriegen. Ein Wanderweg umrundet das wasserreiche Gebiet mit seinen Graslandschaften und Wäldern. Immer wieder hat man überdachte Aussichtspunkte geschaffen, von denen man die Tierwelt hervorragend in Ruhe beobachten kann. Mit etwas Glück kommen sie dann schnell in Sichtweite. Flamingos. Seit den 80er Jahren kann man hier frei bei der Brut den Flamingo beobachten. In den Wintermonaten zieht es die Tiere gen Niederlande. Der etwa 60-köpfige Trupp dieser exotischen Vögel besteht sogar aus verschiedenen Flamingo-Arten, die sich hier gefunden haben. Für Kleinstlebewesen, die dem Flamingo als Futter dienen, ist reichlich gesorgt. Die Ausscheidungen der übrigen Wasservögel düngen das Wasser derart, dass ein gutes Plankton entsteht. Auch die Nilgänse tun ihr Übriges dazu. Immer wieder wird der Weg von Kuhweiden unterbrochen, auf denen natürlich prächtige Rinder stehen, die man fotografieren muss. Und wenn dann noch süße Kälbchen da sind, macht man gerne mal eine etwas längere Pause. Rote Farbtupfer am Wegesrand, es sind Pappelblattkäfer. Nach einem kurzen Marsch durch ein schattiges, aber mückenträchtiges Waldgebiet gelangt man wieder zur Feuchtsenke. Nicht nur die Flamingos, eine ganze Reihe von Wasservögeln ist hier zu Hause. Bei unserem Besuch durchaus bemerkenswert die enorme Anzahl an Kiebitzen. Die Bestände des Kiebitz haben sich in vielen Regionen nach einigen Rückschlägen mittlerweile recht gut wieder erholt. Das Sammeln von Kiebitzeiern war in vielen Ländern eine Art Volkssport. Gott sei Dank hat man das mittlerweile vielerorts verboten. Wir setzen den Weg fort, denn ein Tier müssen wir noch finden, die Wespenspinne. Obwohl es sich bei Argiope, so der wissenschaftliche Artname, um eine recht auffällige Spinne handelt, ist sie im Gras gar nicht mal so einfach zu entdecken.
Schnell wird ihr deutscher Trivialname klar. Die schwarz-gelbe Warnfarbe auf dem Hinterleib signalisiert: Vorsicht, giftig. Genau wie die Kreuzspinne ist aber auch Argiope für den Menschen ungefährlich. Aufpassen müssen lediglich ihre Beutetiere. In die Mitte ihres großen Radnetzes webt Argiope einen Teppich aus speziellen weißen Seidenfäden ein, vor den sie sich dann hinsetzt. Oftmals ist es auch nur einfach ein senkrechter Streifen, der also von oben nach unten führt. Die Spinne sitzt nach wie vor dann in der Mitte. Die Wissenschaft ist sich über den Sinn dieses Stabiliments nicht ganz im Klaren. Tarnung dürfte wohl eine der Erklärungen sein.